Was soll das da werden? Fragt ihr euch vielleicht. Das ist ein Knoblauchnetz. Wobei das ein bisschen feineres Knoblauchnetz ist, weil, was ich weiß, sind die meistens gröber. Ich brauchte aber das kleinere oder feinere. Hab zufällig hat meine Frau sowas zu Hause gehabt. Und ihr habt gesehen, oder ihr seht, ich habe es mit diesen Tapeziererstecker gespannt, damit ich da mal so halbwegs gerade habe. Habe mir da auch Linien gezeichnet, so 2,5 cm. Und will jetzt da sozusagen da einen Zaun draus machen. Ich brauche ja das für die Hafenmauer. Und ja, jetzt wäre ich da, da habe ich aus dem Balsaholz so 1 mm, Entschuldigung, dass ihr das seht, ein Balsaholz 1 mm zuerst einmal geschnitten und dann 3 cm Stücke gemacht. Und die werde ich jetzt dann da ankleben. Ihr seht, ich habe jetzt auch diese 1 mm aus Balsaholz geschnittenen Streifen aufgeklebt, so alle 4 cm. Dafür habe ich den Uhu-Hartkleber genommen, weil der hat so schnell getrocknet, dass er das auch drauf geblieben ist. Ich habe zuerst versucht mit so einem Modellbaukleber, das war zu flüssig. Und jetzt, aber mit diesem Uhu-Hartkleber hat das funktioniert. Jetzt male ich dieses Gitter eben noch mit Aluminiumfarbe, indem ich da aber immer wieder auch, wie ihr sehen könnt, das hochhebe, damit das nicht dann an der Unterfläche kleben bleibt. Zuerst male ich schon auf der Unterfläche, damit das Gitter auch wirklich die Farbe aufnimmt. In der Luft bleibt zu viel Farbe in diesem, wie soll ich sagen, in dazwischen sozusagen drinnen. Wenn ich das aber dann hochhebe, okay, dann sehe ich, ob ich das gemacht habe, dann bleibt da nicht so viel drinnen. Dann ist wirklich nur das Gitter aluminfarben. Ja, und ihr könnt jetzt da schauen, ich spanne das auch teilweise noch in der Hoffnung, dass durch das die Farbe, wenn die dann auch noch trocknet, dass das noch ein wenig gespannter ist und stabiler ist. Also wie ihr seht, zuerst trage ich das auf, indem ich das direkt am Boden auftrage. Aber dann hebe ich das hoch, damit das nicht dann kleben bleibt. So hoffe ich, dass ich auf diese Art und Weise einen Zaun, in dem Fall eben ein Sicherheitsgitter, zusammenbekomme. Geschnitten wird das erst dann, wenn die Farbe getrocknet ist, weil jetzt werden wir mal auf die Seite, dann werden wir das Farbe trocknen lassen und dann müssen wir noch die zur anderen Seite genauso bemalen, damit dieses weiße Gitter eben sozusagen silbern, in dem Fall aluminiumfarbig ist und dadurch eben eher wie ein echter Zaun ausschaut. So, damit ihr es jetzt seht, fürs Trocknen habe ich das jetzt nach oben geschoben, dass das in der Luft jetzt trocknet und nicht unten anklebt. Jetzt warten wir dann, dass das trocknet. Dann drehen wir das Ganze um. Dann machen wir noch die andere Seite. Ja, jetzt haben wir die zweite Seite auch fertig. Auch mit den Aluminiumfarbe gemahlen. Jetzt nehmen wir das Ganze mal raus und werden da jetzt da schauen, das vorsichtig zu schneiden. Bist mit der Schere. Da klebt das ein bisschen.
Man merkt auf jeden Fall, dass durch die Farbe und dass es durch die Stäbchen mehr Stabilität bekommen hat. Schön schneiden. Ziemlich eine harte Farbe, wenn es trocken ist, merke ich. Das ist Aluminiumfarbe. So, ja, so schaut es jetzt derweil mal nicht schlecht aus. Ich glaube, wenn wir das dann befestigen auf der Bahn, dann wird das wirklich aus wie ein Schutzzaun. Ja, so schaut es jetzt aus. Ich habe den Zaun montiert. Und es gefällt mir eigentlich super. Ist recht schön geworden. War nicht so einfach. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist, ich sehe da noch zweimal nicht. Ich habe da ein bisschen eingeschnitten und den Teil weggenommen, weil der Teil dann vertieft reingekommen ist. Wie ihr das vielleicht da, wenn ihr ein bisschen zugehen, sehen könnt, was ich die da rein mit Kleber auch reingeklebt habe. Jedenfalls ist der Schutzzaun einmal hier bei der Hafenmauer fertig. Was ich so nebenbei heute noch gemacht habe, ist ein kleiner Werktisch. Den habe ich mir selbst zusammengebaut. Einfach aus Holz, das von einem Freund bekommen habe, der eben eine Firma für Parkettböden hat und uns immer wieder die Reste gibt für zum Heizen normal. Und da waren so schöne eben Holzstücke dabei, plus so eine Präsentationsplatte. Und da habe ich mir einfach einen Werktisch draus selbst gemacht. Habe mir da eine kleine Zwinge drauf gemacht, eben damit ich dann auch für gewisse Arbeiten da was einspannen kann. Kann ich immer ausziehen. Habe ich so in der Höhe gemacht, dass ich eben es unterm Tisch hineinschieben kann und dann auch Platz habe.